Ja, Julian, wie erleichtert seid ihr, dass ihr heute gewonnen habt? Ja, sehr erleichtert. Da sind mehrere Steine vom Herzen gefallen. Einmal auch für die Fans, die wieder zahlreich erschienen sind. Das tut uns hier sicherlich allen gut, die 3 Punkte da unten rauszukommen. Und ja, so ist der richtige Weg. Ihr habt euch ganz schön schwer getan. Viele Chancen wurden nicht rausgespielt. Woran lag's? Ja, ich denke, Stuttgarter Kickers, die stehen ja auch unten drin und die wollten das Spiel auch sehr kompakt halten. Auch keine leichten Tore kassieren und ja, so wurde es ein zähes Spiel. Wir waren um Spielkontrolle bemüht, haben sicherlich auch die ein oder andere Chance rausgespielt. Ja, der Matt macht das dann natürlich super. Da ist seine Abgezocktheit wieder da gewesen und ja, dann war es einfach wichtig, das Ding jetzt über die Zeit zu bringen heute und die 3 Punkte einzufahren. Jetzt habt ihr hinten wieder umgestellt in der Viererkette. Ist das ein Problem für dich? Nö, also ich denke, wir trainieren ja auch im Training mal so und wir kennen uns jetzt lang genug. In der Situation, in der wir sind, ist es sowieso wichtig, egal wer momentan auf dem Platz steht, dass wir da 110% geben, dass wir uns da reinwerfen, jeder für jeden, weil nur so kann es gehen. Glaubst du, dass das jetzt so ein Umschwung ist, dass jetzt die Siege wieder kommen? Ja gut, ich denke, wir gehen in jedes Spiel rein, um zu gewinnen, das ist ja klar. Also wir verlieren ja nicht extra, aber... Wenn man unten ist, dann passieren halt manchmal auch Sachen, die vielleicht nicht passieren, wenn du oben stehst. Dann rutscht so ein dummer Ball mal durch, aber es ist einfach wichtig, dass wir den Kampf annehmen, dass wir in jedes Spiel hochkonzentriert reingehen. Und ja, man kann es immer nur wieder sagen, von der Qualität sprechen, dass die Mannschaft die hat, aber im Moment zählt einfach nur Kampf. Da wünsche ich viel Erfolg für die nächsten Spiele. Wie erleichtert bist du nach dem Spiel? Sehr erleichtert. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Letztendlich ist es auch egal, wie die zustande kamen. Also... Sind wir froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Ja, man hat es gesehen, du hast den Simon Schlede richtig umarmt nach dem Spiel. Wart ihr auch nicht nur froh, über den Sieg, sondern endlich mal wieder zu 0 gespielt zu haben? Das zu 0 ist jetzt gar nicht so ganz so wichtig, die 3 Punkte zählen. Wenn es ein 5-4 gewesen wäre, hätten wir auch 3 Punkte geholt. Das wäre für uns nicht so angenehm gewesen, aber ja, alles, was zählt, sind die 3 Punkte. Ja, man hat es gesehen, weil ich das Kampfspiel habe, ich ein bisschen schwer getan, nach vorne zu kommen. Viele Chancen gab es nicht, weder für Stuttgart noch für Preußen. Liegt das Abstiegskampf oder woran liegt es? Ja, Abstiegskampf, gewisse Verkrampfung. Du weißt, dass du einen direkten Konkurrenten bespielst und wir haben nicht sehr offensiv gestanden. Die haben auch relativ kompakt gestanden und dann ist es auch schwierig, da öfter spielerische Lösungen zu kreieren oder zu finden. Wie groß ist die Hoffnung, dass jetzt wieder die Kurve nach oben kommt? Ja, wir freuen uns jetzt, dass wir 3 Punkte geholt haben. Morgens auslaufen, Dienstag geht es weiter und dann bereiten wir uns auf Halle vor und wollen da auch 3 Punkte. Also eine große Erleichterung. Ist schön, dass wir die 3 geholt haben, aber es ist ja nichts erreicht. Gabst du ein bisschen Unsicherheit auch bei den Fans? Wie hast du das heute wahrgenommen? Klar, wenn da irgendwo ein Querschläger drin ist, dann hörst du es raunen, aber wir sind froh, dass die Fans so hinter uns stehen und uns unterstützen. Dass der eine oder andere Pfiff kommt, kann man nicht vermeiden, aber der Großteil der Fans steht hinter uns und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Okay, herzlichen Dank. Ja, Benni, 1-0 gewonnen gegen Stuttgart. Wie wichtig ist der Sieg gewesen für euch? Ich denke, enorm wichtig, wenn es gezeigt hat, dass die Mannschaft lebt. Wir haben phasenweise von außen sehr viel Kritik bekommen, was natürlich auch okay war gegen Saarbrücken, das 2-2 in den letzten paar Minuten oder letzten Sekunden. Und ich sag mal so, dass wir heute das 1-0 über die Bühne gekriegt haben, war auch eine Einstellungssache. Und die Einstellung hat heute auf jeden Fall gestimmt. Kampf, Leidenschaft, das, was im Abstiegskampf gefordert ist, haben wir heute gezeigt. Spielerisch natürlich können wir schon eine Schippe draufpacken, aber ich sag mal, wenn wir heute 3 Punkte hätten liegen lassen, dann weiß ich nicht, was in der Kabine passiert wäre. Wir hätten uns alle, glaube ich, so mal richtig dermaßen auf die gehauen und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem 1-0. Jetzt bist du jetzt seit dem Saarbrückenspiel wieder in der ersten Elf. Ist das so, wenn man ein paar Spiele draußen ist, nagt man so an sich oder wie ist das dann? Ja, als Sportler, als Fußballer willst du immer spielen. Es war natürlich mal eine Zeit, wo man vielleicht auch mal einen Schritt oder eine Stunde zu spät gekommen ist. Und von daher, ja, ich sag mal so, man muss immer an sich glauben, man muss immer an die Sache glauben, man muss immer an den Verein, an die Mannschaft glauben und an sich selbst. Und ja, da muss man Gas geben im Training und wenn die Chance dann da ist, so wie sie jetzt auch da war, nutzen. Und ja, jetzt habe ich mich hoffentlich wieder in die Mannschaft gekämpft und gebissen und von daher bin ich mit meiner Leistung auch sehr zufrieden. Ja, man hat gesehen, du hast ja viel Tempo versucht zu bringen über die rechte Seite. Der Pass in der Mitte hat manchmal nicht gut geklappt, weil das manchmal ein bisschen ärgerlich. Woran lag's? Wir haben Platz, der Platz ist eine Katastrophe. Der Ball war zu platt, also am Sieger lag's nicht. Nein, Scherz beiseite, ist natürlich der letzte Pass, der hat auf jeden Fall gefehlt. Wir haben versucht, immer die Schnittstellen zu spielen und da waren sie natürlich präsent. Und ja, der letzte Abschluss, der letzte diagonale Ball, die letzte Aggressivität vorm Tor hat uns natürlich heute ein bisschen gefehlt.
Aber ich sag mal so, wenn so ein Traumpass in die Spitze zum Matthew Taylor gespielt wird, der ist eiskalt außen, dann sind wir natürlich zufrieden mit dem Einzel. Hätte sich besser machen können. Nee, deswegen sage ich ja, lieber haben es dies gemacht, weil wir hätten es heute, glaube ich, nicht machen können. Okay, herzlichen Dank. Ja. Schönes Wochenende noch. Herr Messer, das goldene Tor von dir, wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ja, mit dem Spiel zufrieden, ja, mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, hochzufrieden. Ja, das war ein Kampfspiel, kein schönes Spiel, aber Hauptsache 3 Punkte. Viele Chancen gab es nicht, weder für Stuttgart noch für euch. Woran lag es? War es einfach nur, wie gesagt, ein Kampfspiel, ein bisschen Abstiegsangst dabei? Nee, es war ein Kampfspiel, definitiv, aber wir haben die Aktion nicht so eine gut gespielt. Wir haben so im Spielaufbau haben wir das teilweise gut gemacht und hätte uns nur der letzte Pass gefehlt. Und ja, das ist Fußball. Das ist, Tor zu schießen ist nicht das einfachste Ding. Und ja, wenn der letzte Pass war besser heute, hätten wir definitiv mehr Torchancen gehabt. Und ja, hoffentlich nächstes Spiel werden die durchkommen. Ja, apropos Pass, meiner Pass zu dir war natürlich traumhaft. Wie hast du das gesehen? Ja, das war ein gut durchgesteckt von der linke Verteidiger von Stuttgart. Nee, ich habe spekuliert auf den Ball und ja, es ist ja, zum Glück gelungen. Für dich jetzt der Knoten wieder ein bisschen geplatzt. In Saarbrücken hast du auch schon getroffen. Hast du da eine kleine Phase gehabt, wo es nicht so gut lief? Regelmäßig habe ich nicht getroffen, aber jeden dritte, vierte Spiel habe ich dieses Jahr getroffen. Ich glaube, es war keine Phase, wo ich sage, boah, ich bin ein richtiges Loch, ich bekomme meine Chance nicht. Ich habe immer eine Chance bekommen und wenn ich 2, 3 Dinge bekomme, dann normalerweise mache ich eins rein. Und ja, ich fühle mich, ich bin mit meiner Leistung zufrieden und ich würde gerne ein paar Torchancen mehr haben, aber ich arbeite daran und ich glaube, die Mannschaft macht das auch. Wird jetzt optimistisch, dass es jetzt positiv weitergeht in den nächsten Wochen? Bis zu Weihnachten, sage ich jetzt erstmal. Ja klar, wir arbeiten jeden Tag, sodass wir können die Punkte ja, sammeln vor der Pause und ja, hoffentlich wir wollen ein bisschen Abstand aufbauen von der letzten 3 da unten. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg für. Danke. Da hat heute endlich mal wieder gewonnen im Preußenstadion. Wie wichtig war das für euch? Das war ein immens wichtiger Sieg, nur wir dürfen nicht vergessen, dass es ein langer Weg ist und sicherlich ist das für, man hat gemerkt, oder dass eine Menge Last abgefallen ist heute. Aber das bringt nichts, wenn du einmal gewinnst und dann wieder nachlässt. Also wir müssen schon weitermachen. Und ich hoffe, das haben wir so verstanden dann auch. Wie wichtig war es für dich, endlich wieder zu Null zu spielen? Ich muss ganz ehrlich sagen, heute war nur der Sieg wichtig. Der Rest ist egal, ob ich jetzt 29, 28, 32 Gegentore habe. Also heute war einfach nur ein Sieg wichtig. Und man hat gemerkt, dass die Mannschaft auch kämpfen kann. Und das war heute wichtig, das auch mal zu zeigen. Ja, viele Tore habt ihr ja schon geschossen diese Saison, aber ungewöhnlich viele kassiert. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielzeiten. Wird man noch ein bisschen unsicher, auch als Torwart? Ich denke nicht. Also es kommt ja immer darauf an, wie die Spiele laufen. Es ist einfach so, dass du... wenn du nicht gewinnst, dann hast du irgendwann mal eine gewisse Verunsicherung. Und da kann auch jeder erzählen, was er will, was machen die da oder so. Das ist einfach auch manchmal eine Kopfsache. Und da muss man sich rauskämpfen. Und ich denke, das haben wir, oder zumindest haben wir heute meinen ersten Schritt dazu getan. Das habe ich schon einen anderen Spiel gefragt. Habt ihr die Viererkette heute wieder ein bisschen umgestellt? Ist das eigentlich ein Problem für dich als Torwart oder ist das egal, wer vor dir steht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich auf den Ball konzentrieren. Und der fliegt so, wie er fliegen will. Und da ist egal, wer da steht, sagen wir es mal so. Hört sich zwar blöd an, aber im Endeffekt muss ich mich auf mein Spiel konzentrieren. Na gut, als Torwart hast du ja nicht so viel Einfluss auf das Spiel nach vorne. Wie hast du es gesehen? Viele Chancen gab es heute nicht. Ja, da muss ich jetzt mal ganz klar was festhalten. Also wir sind Viertletzter und da hatte ich gerade auch noch einen Disput auf der Tribüne mit einem sehr nahen Verwandten von mir. Dass wir spielerisch nicht so gut waren, aber was erwartet man jetzt hier? Also wenn man soll da unten rauskommen und egal wie, und wenn man 1-0 dreckig gewinnt, ist das glaube ich jedem scheißegal, wie der Sieg zustande gekommen ist. Und das zählt im Moment. Da müssen wir nicht anfangen, haben wir da einen Doppelpass gespielt. Das ist mir eigentlich total wurscht im Moment. Da können wir anfangen, wenn wir mit unten nichts mehr zu tun haben, dann können wir wieder drüber reden, ob wir gut gespielt haben oder nicht. Okay, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und weiterkämpfen bis zum Weihnachten erstmal. Alles klar, jo, ciao. Ciao. Herr Lohse, heute 1-0 gewonnen gegen Stuttgart Kickers. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel? Ja, ich bin natürlich besonders zufrieden mit dem Ergebnis, das ist klar. Stuttgarter Kickers war ja auch zuletzt mit dem neuen Trainer im Aufwind, hat Selbstvertrauen getankt, das hat man glaube ich auch zwischendurch gemerkt. Und dennoch haben wir heute, sind als Team aufgetreten, haben wenig zugelassen, waren aggressiv in den Zweikämpfen, haben natürlich in spielerischer Linie
Steigerungspotenzial, das wissen wir alle, aber es war sicher auch von der Nervenbelastung ein schwieriges Spiel und heute zählen die drei Punkte. Ja, so wie gesagt, war ein Kampfspiel, viele Torchancen gab es nicht, weder hüben noch drüben, war das zu erwarten? Ja gut, die Torchancen, die kamen natürlich hinterher, wenn ein Tor fällt und dann muss der Gegner auch mehr riskieren, dann gibt es halt Räume und ich glaube, da war natürlich in der Endphase, die größte Chance hatte das Geburtstagskind Rocky Krohn, nämlich natürlich heute den Treffer gegönnt auf dem Fuß, aber erst dann öffnen sich natürlich die Räume, die man dann auch, oder die Offensivkräfte zu Toren nutzen kann. Das hat lange gedauert und trotzdem 1-0 ist auch gewonnen und in unserer Situation, glaube ich, das richtige Ergebnis. Es hat überraschenderweise viele im Stadion, Caro und Schmidt, gefehlt, waren gar nicht im Kader, das habe ich von gehört, es gab Stress gestern beim Training. Wie sieht es jetzt genau aus mit den beiden? Ja, es ist sicher so gewesen, dass wir uns gerade in dieser Woche auf den Teamgeist eingeschworen haben. Wir haben mit der Mannschaft Dinge bearbeitet, aufgearbeitet, um auch die Frage gestellt, wie wollen wir als Team agieren, was erwarten wir von unseren Mitspielern, welche Ziele haben wir und da konnte sich jeder zu Wort melden und wir haben eigentlich etwas ausgearbeitet, was man dann auch nicht 3 Tage später umwerfen kann. Das ist eine Mannschaft, wo sich jeder auch zurücknehmen muss, selber in die Mannschaft integrieren muss und da waren halt leider beim Abschlusstraining der ein oder andere Vorfall, der nicht so war, wie die Mannschaft das verdient hat und ich die Entscheidung treffen musste. Heißt das, nur für dieses Spiel sind die beiden nicht dabei gewesen oder ist das auch ein Signal für die Zukunft? Nein, das war eine Maßnahme für dieses Spiel und es war auch für mich schwierig, wenn es dann das Abschlusstraining ist, dann musst du halt in Sekundenbruchteilen auch einen Kader benennen. Und ich wollte auch im Vorfeld meiner Entscheidung eigentlich noch gewisse Dinge ansprechen und auch bereinigen und die Situation besprechen und vielleicht auch lösen und glätten. Aber es waren halt, war so, dass diese Gespräche nicht möglich waren. Das hat man ja auch im Stadion gemerkt, weil es gab immer wieder Unruhe auch bei den Fans nach den letzten enttäuschenden Ergebnissen. Ist das auch nicht überraschend gewesen, wie nimmt man das als Trainer wahr? Das was? Dass ein bisschen Unruhe bei den Fans, bei den Zuschauern ist? Wenn du spielst. Ja, die Zuschauer, die wollen natürlich Siege sehen. Das ist doch klar. Und ich glaube, da sind sie natürlich von der letzten Saison auch ziemlich verwöhnt gewesen. Und trotzdem, glaube ich, ist das, was die Fans sehen wollen, ist Leidenschaft und Einsatz. Und wenn dann am Ende natürlich ein Sieg dabei rauskommt, glaube ich, dann sind alle glücklich. Aber oft ist es ja so, dass gerade vor so einem Spiel, wo vielleicht in der Pressekonferenz ich sogar noch den Dominik beispielsweise herausgehoben habe, weil ich auch davon überzeugt war und weil er eigentlich in der Startelf stehen sollte, dass dann die Dinge plötzlich 5 Stunden später anders aussehen, das gibt es, glaube ich, nur im Fußball. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg für die nächsten Wochen. Herzlichen Dank.